Mutti, Mama, Mami, Ma, ruft man euch, schon seid ihr da. So lasst euch heute verwöhnen von den Töchtern und den Söhnen. Ruht euch einfach einmal aus und genießt euren Applaus. Und ich denke, das Thema ist klar, wir sind am Muttertag angekommen. Die Rose für alle die Mieter, die ihren Job die ganze Zeit so toll gemacht haben. Und für einmal hat er dann gedacht, anstatt nur über das Essen zu reden, zeigen wir es euch. Ihr seht, ich fange an zu strahlen. Sandy, Muttertag, bei dir ein ganz spezielles Event. Erzähl mal schnell, was erwartet uns da alles? Feins dreien noch. Entschuldigung. Wir haben Muttertag Menü, Rindspiele, Kalbsteak und Bärlauch-Ravioli und Nüsselsalat mit Ei und Kup Romerov. Wir haben plus noch spezielle Karte für Muttertag, Kalbskotomble, Schweinskotomble, Rahmschnitzel und Vitello Tonnato, Rosinchi-Melone und dann wir haben noch ein paar Sachen. Und du hast den Carlos dabei, Carlos, das heisst, es gibt auch zwei Pizza, oder? Ja, was ist zwei Pizza denn? Pizza Casa Nostra und Pizza Margherita. Wir machen nur zwei Pizza und Muttertag ist viel los. Wir haben keine Zeit in komplett Karte laufen. Wegen dem wir haben wir Spezial, ist ganz kleine Karte und schnell laufen und schön. Richtig fein, gell? Jetzt ich nehme mal eine Nase voll. Es hätte ja keinen Sinn, wenn ich da einfach reinlänge. Das ist. Ja, erzähl mal etwas, woher kommt das? Das ist Kalbsteak mit Steinbisssoße, schön grilliert, Spaghetti, Karotte. Wir haben frische Tomaten, so dekoriert und ganz schön. Und plus, wir haben noch Krokette noch separat. Und dann, das ist Rindspiele, ist Pfeffersoße in grilliert mit Karotte, mit Zucchetti und noch dekoriert. Und ich habe scharf geworden. Plus noch hausgemachte Nudeln. Und dann wir haben hausgemachte Bärlauchsoße mit Ravioli. Das ist zweiter, erster Gang. Und dann zweiter Gang Nüsselsalat mit Ei. Und dann vierter Gang Kup Romero, ganz frische Erdbeer. Ja, das ist auch saisonal, gehört sich das an. Ebenfalls saisonal ist hier die Geschichte mit dem Bärlauch. Wie ist das, wenn jetzt jemand Bärlauch nicht gern hat? Machst du denn eine Ausnahme? Kann man die feinen Ravioli auch mit etwas anderem haben? Ja, wenn sie Bärlauch nicht gern, wir machen Ravioli mit Salbei, mit Butter oder Ravioli mit Alapana. Kein Problem, wir haben viel Möglichkeit. Wenn sie nicht gern Ravioli, man kann auch Totaloni machen, ist kein Problem. Ja, aber eben, wir haben gesagt, zu viel will er ja nicht machen, damit er für euch alles auf den Punkt machen kann. Sandy, ich würde sagen, bleibt nur noch übrig zum Wohl. Wundervollen Muttertag wünsche ich und euch allen zusammen einen guten. Ich genieße es jetzt. Zum Wohl euch. Schaffen gut, hä? Danke. Auf die Mütter.